So, es kann weitergehen. Sehr gut. Wie würden Sie eigentlich Ihre Fähigkeit in Teamarbeit beschreiben? Ja, also ich würde sagen, das ist eine von meiner grössten Stärken, oder? Ich bin das Brot vom Leben und habe Liebes zu teilen und habe ein Handy für das Vermehren von Naturalien. Okay. Es ist mir wichtig, dass keiner von meinen Mitarbeitenden leer ausgeht. Ja. Ja, schön. Ja, das gehört mir heutzutage wirklich selten, diese Eigenschaft. Was ist Ihnen in der Teamarbeit besonders wichtig? Das ist einfach. Regelmäßige Teamanlässe mit gutem Essen, gutem Wein. Oh. Ich sage immer, sharing is caring, oder? Ja, toll. Ja, da komme ich gerade ein bisschen Hüngerli über. Wie wäre es mit einer Kaffeepause? Ja, sehr gerne. Ich sorge für die Brötchen. Gerne. Ich bin das Brot vom Leben und ich habe ein Handy fürs Vermehren von Naturalien. Wir sind in dieser Serie «Jesus kennst?». Und Jesus hat das wirklich mal gesagt, ich bin das Brot vom Leben. Und ihr werdet heute sehen, was diese Aussage mit Karfreitag zu tun hat. Wir haben in dieser Serie nehmen wir so verschiedene Aussagen, die Jesus über sich selber gemacht hat. Und ich finde es mega cool, wie sie das in dem Clip gebracht haben, so wie wenn sich Jesus selber vorstellen. Oder es gibt so Ich-Bin-Worte, sagt man denen. In der Bibel sind 7, so Selbstaussagen. Und die Aussage, ich bin das Brot des Lebens, das finde ich persönlich die komischste Aussage eigentlich. Das ist eigentlich die absolut schrägste Aussage. Eine von meinen Töchtern hat letztens gesagt, hoffentlich sind sie jünger. Sie hat letztens gesagt, Brot vom Leben, das ist komisch, da wirst du aufgemampft. Ja, so ungefähr ist das. Brot vom Leben. Und interessant ist, wir werden heute eine Passage anschauen, wo Jesus das so gesagt hat. Die Aussage, die ist nicht nur gut ankommen. Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Vielleicht bist du da und fragst dich, warum befassen wir uns so mit dem Jesus? Wir haben ja einfach alle Freude an Geschichtsunterricht, oder was? Wo wir denken, wir schauen ein bisschen zurück und heute ist kein Freitag, hat irgendwie mit dem Kreuz zu tun und ja, wir besinnen uns. Aber alle, die keinen Bock auf Geschichtsunterricht haben, Pech gewesen halt. Nein, warum sind wir so begeistert von dem Jesus und warum ist er so wichtig? Weil er Sachen behauptet hat über sich, wo crazy sind. Es gibt eine Aussage von ihm, wo ein von seinen Jüngern, der Philippus, zu ihm gekommen ist und hat ihn gefragt, hey, zeig uns den Vater, das genügt uns. Mit Vater meint der Philippus Gott im Himmel. Zeig uns der Jesus, das langt uns. Zeig uns, wie der ist. Und was sagt Jesus? Hey, so lange bin ich jetzt schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Ja, mal dich kenne ich schon. Du bist der Zimmermann. Du siehst eigentlich ganz normal aus. Nicht speziell. Nicht so wie der Jesus-Film, so richtig schön. Vielleicht ist es auch schön gewesen, ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall, mal dich kenne ich schon. Wer mich sieht, sieht den Vater. Du, wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Oder? Das ist irgendwie, du siehst mich ja. Also gesehen, wie krass die Aussage ist für Jesus. Er sagt dem Philippus, hey, da bin ich ja. Schau mich an. Dann weißt du, wie Gott im Himmel ist. Hey, das ist krass. Das ist heavy. Jesus behauptet für sich, dass er Gott ist. Unter anderem drum haben sie irgendwann gefunden, weg mit dem. Und wir werden heute diese Aussage, ich bin das Brot vom Leben, wenn wir genau anschauen. Und ich habe gefunden, heute irgendwie Karfreitag. Das passt nicht, wenn ich da so dynamisch und da so wie ein Tiger immer hin und her laufe. Das ist ja so ein bisschen mein Ding, gell? Ich brauche ja wieder ein bisschen Fitness. Sondern heute machen wir es mal ein bisschen anders. Ich sitze mich dort an und basically lesen wir zusammen die Bibel. Und zwar fast ein ganzes Kapitel. Nicht das ganze Kapitel 6, aber ziemlich viel. Also so viel haben wir wahrscheinlich die letzten Wochen nicht die Bibel gelesen in einer Predigt. Also wir machen eigentlich die Bibel lesen zusammen. So richtig ausdehnt und ab und zu sage ich etwas dazu. Okay?
Weil das ist so genial und so krass, was Jesus dir zeigt. Wenn wir das zusammen anschauen, eigentlich die Predigt, die er in einer Synagoge gemacht hat, oder die Diskussion, dann werden wir zusammen herausfinden, warum das so genial ist, was Jesus dir zeigt. Und so zu tief mit dir zu tun hat. Okay, also jetzt die, die eine physische Bibel haben, ist gut, wenn ihr die führen habt. Wenn das Handy dabei hast, no risk, no fun, sagen wir mal. Also ist deine Verantwortung, wenn du natürlich das Handy führen nimmst und ständig dann irgendwie noch per Snap irgendwas reinkommt, gescheiter nicht Handy führen. Sonst, ihr habt das ja alle im Griff, gell? Also, nehmt eure Bibel führen, wenn ihr eine dabei habt, oder eben Handy-Bibel. Und sonst kannst du auch einfach zulassen. Also das sowieso, aber ich meine nicht mitlesen. He? Okay, also, wir lesen im Johannes Kapitel 6. Und Jesus hat dort vorher, also wir fangen im Vers 22 an, vorher hat Jesus gerade das Wunder gemacht. Und zwar hat er 5000 Männer, plus noch Frauen und Kind. Sorry, es ist einfach, sind einfach die Männer gezählt worden. Weiß auch nicht warum. Ist halt so gewesen, tut's mal. Also mehrere tausend Leute, vielleicht 10.000. Dann hat er Essen gegeben. Dann hat er, die sind zusammen gewesen, er hat Brot vermehrt und Fisch gerade auch noch. Massives Wunder. Massives Wunder. Die haben alle mit den Ohren gewackelt. Und denkt, hey, what? Und dann lesen wir vom Vers 22 weg. Sind ihr ready? Weil jetzt, oder? Jetzt musst du dich ein bisschen anschnallen. Wenn du jetzt von Anfang an dabei bist und einhängst, dann kommt es gut. Okay, gut. Also, die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kapernaum über, um ihn dort zu suchen. Auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Und dann haben das gecheckt. Die haben gemerkt, irgendwie, das geht nicht auf. Wie ist Jesus dort über? Der ist nicht ins Boot gestiegen und über. Der muss irgendwie anders dort übergekommen sein. Ein bisschen vorher ist beschrieben, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist. Okay? Die Leute haben das beobachtet. Irgendwie geht die Rechnung nicht auf. Okay. Wie bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Er beantwortet vor gar nicht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Jesus sagt ihnen, hey, ich weiß schon, warum ihr kommen wollt. Ich weiß schon, warum ihr mich sucht und so gickrig sind. Ihr wollt mehr Food. Ihr wollt mehr essen. Und er sagt ihnen, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, ich meine, du isst so das Brot und dann hast du dann nach ein paar Stunden wieder Hunger, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Menschensohn ist ein mega krasser Titel, ist ein Hoheitstitel vom Danielbuch, das ist ein Prophet im Kapitel 7. Menschensohn, wo die das gehört haben, das ist eine Bezeichnung für, wow, das ist ein mega Würdetitel. Das ist nicht einfach Sohn von Mensch, so im Sinn von,
wie ein Mensch so tief unten, sondern wow, okay? Das erkläre ich jetzt nicht genauer. Aber er nennt sich so. Diese Nahrung, also das Essen, wo wichtig ist, wo das ewige Leben bringt, das wird der Menschensohn euch geben. Und der Vater, also, er, also Gott, sein Vater, er hat ihn als bevollmächtigt bestätigt. Vielleicht habt ihr in eurer Bibel, steht etwas anderes, so ein Siegel. Das ist eigentlich genau übersetzt, heisst mit Siegel. Also das ist wie ein König, kannst du dir das vorstellen? Die Könige früher, die haben, wenn die etwas geschickt haben, haben die so ein Siegel gemacht und so einen versiegelten Brief und dann geschickt, oder? Und er sagt, Jesus sagt eigentlich sozusagen, hey, ich bin wie so ein Gesendeter und ich bin wie versiegelt von Gott dem Vater. Also was ich euch erzähle, ist nicht einfach irgendetwas. Okay? Wir merken schon da, es geht da in diesem Kapitel und eigentlich im ganzen Johannesevangelium, geht es darum, wer ist der Jesus? Wer ist das? Wer ist das? Wir lesen weiter im Vers 28. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Wenn da heißt in der Schrift, dann ist das Alte Testament gemeint, steht konkret, ist das im Psalm 78, wo der darauf hingewiesen wird. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Okay. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Also sie fragen da, hey, was sollen wir denn machen? Er sagt, er nennt mich auf, glaubt an mich. Ich frage mich da ein bisschen, haben die wirklich wollen glauben? Weil sie sagen da ja sozusagen, hey, gib mir mal einen Beweis. Das ist eigentlich ziemlich komisch, weil ich meine, erst gerade hat da ein paar tausend Leute Essen zu geben. Ich weiß nicht, was die, ob die das nicht gehört haben von dem. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also jetzt nochmal ein Beweis, oder was? Die sind vermutlich auch ein bisschen scharf gewesen auf einfach Wunder und hey, jetzt zeig's uns mal und so. Hättet ihr wirklich geglaubt, wenn er nochmal ein Wunder gemacht hätte? Ah, ja, jetzt bist du es. Ich glaube nicht. Das Manna im Alten Testament, das ist dort vom Himmel runtergekommen, sozusagen, wo das Volk Israel dort wüst ist. Und die haben kein Food gehabt, die sind fast verhungert. Und Gott hat ihnen Manna gegeben, wie so ein himmlisches Brot. Ganz speziell. Und das haben die dann können essen. Später sind dann noch Wachtel gekommen und so. Und Jesus sagt, okay, das hat im Fall Gott euch gegeben. Aber das, was ich euch gebe, das ist das wirkliche Brot. Das ist nochmal etwas ganz, ganz anderes. Denn das Brot, das Gott gibt, seit dem Vers 33, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Der ganze Welt wird er das Leben schenken. Spannend ist, Jesus sagt, hey, schaut mal, glaubet an mich. Vertraut mir. Ich bin's. Was müssen wir denn tun? Fragt's. Glaubet an mich. Kommt. Glaubet an mich. Vertraut mir. Lesen wir weiter. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Die haben es wahrscheinlich immer noch nicht gecheckt. Die haben gedacht, das wäre irgendwie so ein Brot, wo einfach Dauer-Food hast, dass immer genug Essen hast. Ist eigentlich auch ein legitimer Wunsch, weil die haben wahrscheinlich wirklich viele von denen sind jetzt nicht unbedingt die Richtigen gewesen vielleicht. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ja, der Vers da
einblendet. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Hey, look, das, was ich dir gib, wenn du zu mir kommst, das ist etwas, wo den Hunger stillt. Und das ist irgendwie offenbar ein anderer Hunger, wie der, den ihr habt. Das ist nicht der Hunger nach Brot, einfach so, sondern das ist ein anderer Hunger. Ich werde dir den Durst stillen. Ich werde deine Bedürfnisse stillen. Die Sehnsucht, die du hast nach echtem Leben, das gebe ich dir. Jesus sagt, komm, kommet, glaubet, vertraut mir. Vers 36. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Jesus sagt, look, kommet. Und zwar alle. Wenn du kommst, ich werde dich nicht rausschmeissen. Komm. Ohne Vorbedingung. Was müssen wir denn machen, zum Gottes Willen erfüllen? Kommet. Glaubet. Sagt er ihnen. Gottes Wille ist, dass niemand verloren geht. Und Gottes Wille ist, heißt da, dass ich sie an jenem letzten Tag, vielleicht heißt es wie die andere Übersetzung, an diesem jüngsten Tag vom Tod auferwecke. Hä? Also wenn ich zu dem Jesus gang, dann werde ich beim jüngsten Tag, beim letzten Tag, das ist der Tag, wo wie die Erde mal fertig ist. So Kapitel Erde beendet. Denn wenn Gott sagt, okay, jetzt ist genug. Jüngste Tag ist der Tag, wo Gott wird, wo Jesus wird zurückkommen, wo er wird wiederkommen und wo sich's wird entscheiden, habe ich den Jesus aufgenommen? Habe ich ihn angenommen? Oder nicht? Und er sagt, hey, kommet zu mir, weil dann, wenn der Tag kommt und ich werde richten, dann werde ich dich auferwecken. Alles, was du machen musst, ist, glaub mir, vertrau mir, komm zu mir. Wenn du das machst, werde ich dich an dem Tag vom Tod auferwecken. Vers 40. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Der Wille von Gott ist, dass jeder, der Jesus sieht und ihn annimmt, ewiges Leben hat. Der Tod ist nicht der Schlusspunkt. Sondern an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn das Ablaufdatum von dieser Erde erreicht ist, wird er dir auferwecken zu ewigem Leben, wo zu ihm gekommen sind. Reaktion, Vers 41. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef? Sagten sie. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Das hat er schon dreimal gesagt. Der wiederholt sich. Offenbar ist das so wichtig.
Es heißt in der Schrift bei den Propheten, sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt nun aber nicht, dass irgendjemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Also ich selber seit Jesus. Ich weiß, wie Gott der Vater ist. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Seid da an einer anderen Stelle, habe ich vorher vorgelesen. Vers 47. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Glaube langet. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Ich bin das lebendige Brot. Das Brot habe ich noch nie gesehen, wo lebendig ist. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass es eben um eine Person geht, dass es eben um ihn geht. Ich bin das lebendige Brot. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Er sagt ihnen, kurz zusammengefasst, kommet, glaubet und esset. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Und jetzt wird es langsam brenzlig. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da tut Jesus schon führen schauen, auf das, was mal wird kommen. Wo Jesus das sagt, weiß er schon, was mal wird passieren. Er schaut schon führen zu dem Moment an, wo er sein Leben wird hingehen. Sein Fleisch, sein Lieb, sein Körper. Und er sagt, ich werde das hingehen. Für das Leben der Welt. Ich werde das nicht nur für euch da hingehen, für euch, die da mir zulassen, in dieser Synagoge, wo es gsi sind, euch, die Juden, wo es gsi sind, das ist das Volk von Gott gsi, sondern für das Leben der Welt. Für alle gilt das. Ich werde mich hingeben für alle. Für alle. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Schon wieder, sagt er das. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung. Das ist das, was ihr wirklich braucht. Ihr braucht mich. Ihr braucht nicht so Brot. Das bringt euch nicht so viel. Weil ihr werdet sterben wie die früher in Israeliten, wie die mit dem Manna und so. Das bringt euch nichts. Ihr wollt zwar das, aber das bringt euch nichts. Das hilft euch nicht. Was ihr braucht, ist die echte Nahrung, die wahre Nahrung. Ihr braucht mich. Ihr müsst mich essen. Ihr müsst mich essen heisst, ihr müsst mich aufnehmen. Ihr müsst mich verdauen. Ihr müsst mich so richtig in euch hineinnehmen und mein Blut trinken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Hat das ewige Leben. Das kommst du einfach über. Einfach, durch Glaube, durch Annehmen. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ah, das ist also nicht einfach so,
zwischendurch mal nehmen, wieder sich erinnern und danken und dann gehe ich wieder. Sondern das ist eine Connection, die da stattfindet, wenn ich den Jesus aufnehme. Da bleiben wir zusammen, da bleiben wir verbunden. Ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Checke das langsam. Wenn wir Jesus aufnehmen, wenn du Jesus aufnimmst, wenn du ihn isst, dann lebst nicht mehr du, sondern lebt er durch dich. Amen. Verstehst du das? Nicht mehr ich. Das wäre ein hoffnungsloser Fall. Könnt ihr meine Kinder ja mal fragen? Die sind auch da, zwei von denen. Wie soll ich denn? Ja, anstrengen. Go! Also wer das macht, wer das findet, es wäre ein guter Plan und findet, ich bringe das schon an mit dem Leben. Und so, wenn ich dann mal vor Gott stand, sage ich, ja, Nein! Nicht das Erfüllen von guten Geboten, die Gott uns gibt, wird dich ewig leben lassen. Sondern weißt du was? Wenn du Jesus aufnimmst, wenn du ihn isst, wenn du ihn in dein Leben aufnimmst und das in Anspruch nimmst, was er für dich gemacht hat, dann passiert das, dass du wirst ewig leben. Und nicht einfach erst dann, sondern jetzt schon lebt er durch dich. Jetzt schon. Jetzt schon lebt er durch dich. Wer mich isst, der wird durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagt Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Was noch eine Reaktion war, lesen wir nicht. Aber kurz zusammengefasst ist, sie sind empört gewesen. Und zwar nicht nur die Schriftgelehrten, die in dieser Synagoge waren, sondern auch von seinen Jüngern, von seinem grösseren Jüngerkreis, sind viele empört gewesen. Und es heisst am Schluss, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Jesus hat da das Entscheidende gesagt. Und das führt dazu, dass viele, die bis anhin so ein bisschen mitgelaufen sind, das Gefühl haben, der Jesus, der ist cool. Der gibt Food. Der macht Wunder. Da läuft etwas. Wo sie gemerkt haben, was, es geht darum, zum ihn aufnehmen in mein Leben. Zum ihn essen sozusagen. Zum ihm alles geben. Zum mit ihm leben. Also nicht mehr ich der Held, sondern er in mir. Er hat gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Einiges später sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen, mit denen, die ihm weiter nachgefolgt sind. Und das war der Tag, bevor Jesus gekreuzigt worden ist. Und das ist im Matthäus 26, lesen wir das. Matthäus 26, Vers 26 und 27. Jesus hat sich nochmal zusammengehockt mit seinen Jüngern. Er hat gewusst, morgen gebe ich mein Leib. Morgen gebe ich mich ganz hin. Morgen wird mein Blut vergossen. Von dem, wo er totsmal nach dieser Speisung geredet hat. Von dem, was ich vorher vorgelesen habe. Jetzt ist das eine Weile später. Er hat das Brot genommen, heisst es, dankte Gott dafür, Matthäus 26, Vers 26, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, also er hat da so Brot genommen und er hat es so gebrochen, so richtig auseinandergebrochen, oder? Und das hat so tönt vermutlich auch, ich weiß nicht, was das für Brot war, wahrscheinlich so ein bisschen Fladenbrot ähnlicher, aber er hat das Brot genommen. Und er hat gesagt, nehmt und esst, das ist mein Leib,
Und dann hat er den Becher Wein genommen, den wir hier haben, auf dem Tisch. Sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich habe das hier auch eingeblendet. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Da nahm er einen Becher Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und die, ich wäre gerne dabei gewesen, wo die das gesehen haben, ob sie sich zurückerinnert haben an die Szene in der Synagoge, wo so viel Konfrontation gekommen ist, wo man das erste Mal von dem geredet hat und wo viele gegangen sind. Und sie haben es angefangen zu verstehen. Krass. Er hat gesagt, schaut, das Blut werde ich vergüssen morgen. Also er hat es schon gewusst natürlich. Ich werde das machen. Ich werde mich hingehen, jetzt. Ich werde ganz mich hingehen zur Vergebung von der Sünde. Jetzt fängt eine neue Zeit an. Ich schließe mit euch einen neuen Bund. Und das gilt. Neuer Bund, ein Vertrag, das, was ich da wird machen jetzt, das wird verheben, das bricht nie. Nie. Nennt alle von dem Blut. Es ist wie ein Zeichen für das, dass das gilt. Dass ich mich hingib. Dass Vergebung wirklich möglich ist. Weil ich mich hingib. Weil ich stellvertretend für euch wird sterben. Tag später ist Jesus am Kreuz. Nach einer riesen Tortur, riesen Prozedere hat er hinter sich schon gehabt. Ausgelacht worden, angespuckt worden, auspeitscht worden. Und dann heisst es, um 12 Uhr mittags, Matthäus 27, Vers 45, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesu laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat in dem Moment am eigenen Leib gespürt, was es heißt, wenn man verlassen ist von Gott. Das ist das, was eigentlich wir würdet müssen spüren. Und Jesus ist in die Gottverlassenheit hineingegangen und hat selber das genommen. Hat das selber auf sich genommen. Und einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Und so weiter. Wir lesen noch im Vers 51, im selben Augenblick, wo Jesus gestorben ist. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Wo Jesus stirbt, wo Jesus sein Lieb hingibt, sein Lieb gebrochen wird, definitiv. Offensichtlich am Kreuz. Also mehr brechen kannst du nicht mehr, der Lieb. In dem Moment entriesst im Vorhang, der Vorhang im Tempel entzwei. Der Vorhang, der die Trennung markiert hat von unheiligen Menschen und einem heiligen Gott. Von dem Moment an heisst es, Zugang ist offen. Du musst nicht mehr Opfer bringen, damit du kannst zu Gott kommen. Sondern Jesus ist das Opfer. Jesus ist das Opfer. Ein für alle Mal. Der Vorhang zerriss, die Erde begann zu beben und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Das, wo Jesus schon vorausgesagt hat,
ist da schon mal so ein bisschen passiert. Nachher wird es dann noch richtig passieren, wenn die Erde mal zu Ende ist. Aber da schon passiert es. Und sie kamen nach der Auferstehung Jesu, wo man am Sonntag werden feiern, aus ihren Gräbern gegen die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Schon dort ist das, hat Ostern durchgedruckt, wo Jesus stirbt am Kreuz. Schüttelt den ganzen Kosmos. Alles wird durchgeschüttelt in dem Moment. Und erst die Menschen stehen dann schon auf und kommen aus den Gräbern raus. Weil der Tod besiegt ist in dem Moment. Versteht ihr das? Der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Versteht ihr das? In dem Moment hat Jesus sein Leben gegeben für dich. Dass du kannst leben. Dass du kannst ewig bei ihm sein. Drum hat er sich hingegeben für uns. Weißt du, drum. Drum sind wir Impact. Liebe Leute. Drum und in dem Moment zerreißt der Vorhang. Und der Zug ist offen. Der Weg zum Vater ist offen. Und du und ich, wir dürfen kommen zu ihm. Warum? Weil wir gut sind. Weil wir es im Griff haben. Nein. Warum? Weil wir glauben. Weil wir ihn annehmen. Und jedes Mal, wenn wir das Brot nehmen, uns daran erinnert. Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat sein Leib gebrochen. Und jetzt lebt er durch mich. Er lebt in mir. Und das Blut, das er vergossen hat, ist wie ein Siegel. Das ist besiegelt, der neue Bund. Und Sünde und Schuld ist nicht mehr das, was mich bestimmt. Es ist es nicht mehr. Nein, es ist es nicht mehr. Sondern ich darf kommen. Von dem Moment weg, wo ich das erste Mal annehme, darf ich kommen und er vergibt mir immer und immer wieder. Und von dem Moment regiert das Leben in deinem Leben. Verstehst du? Jetzt kannst du leben. Auch wenn da auf dem Planet Zeug passiert und in deinem Leben Sachen passiert, wo du denkst irgendwie, hä? Aber es entfaltet sich jetzt schon in deinem Leben und du laufst im ewigen Leben entgegen. Und du wirst irgendwann einmal sterben. Irgendwann wirst du da mal sterben. Vielleicht schon bald. Aber das ist nicht das Ende des Lebens, verstehst du? Du bist gemacht fürs ewige Leben. Du bist geschaffen, zum ewig mit deinem liebenden Vater Zeit zu verbringen. Für das bist du gemacht. Und er liebt dich so fest, dass er gesagt hat, ich werde Mensch. Ich gehe den Weg. Ich gebe mich hin. Ich gehe bis in die grösste Gottverlassenheit hinein. Ich lasse mich fertig machen. Ich lasse mich auslassen. Der Schöpfer von Universum lässt sich für dich auspeitschen, ausspucken, fertig machen. Warum? Weil er dich so fest liebt und Beziehung zu dir will. Weil er weiß, du schaffst es nicht selber. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst nie von dir her einem heiligen Gott genügen. Nie kannst du das. Aber weil Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und den Tod besiegt hat, ist jetzt das Leben das, was in dir regiert. Ein bisschen später ist dann der Heilige Geist gekommen und dann ist es so richtig losgegangen. Und heute leben wir mit der Kraft vom Heiligen Geist. Heißt nichts anderes, heute leben wir mit der Kraft vom Brot in uns. Schaust du? Er wirkt durch dich. Er wirkt in dir. Und er verändert dich. Man, ist das krass. Okay, sorry, ich bin ein bisschen am Überziehen. He? Gut, also alles, was ich eigentlich gedacht habe, was wir heute noch machen, ist Folgendes. Schau, es ist alles da. Wir haben das Abendmahl. Und ich lade dich ein, vielleicht hast du das noch nie gemacht, Jesus aufgenommen. Vielleicht hast du dich noch nie für das entschieden. Du hast gesagt, das, was du, Jesus, dort am Kreuz gemacht hast, das will ich für mich in Anspruch nehmen. Dann kannst du das heute das erste Mal machen. Dann darfst du führen kommen und nicht sagen, Jesus, ich nehme dich. Ich nehme das Brot. Ich nehme dich auf. Aber jetzt will ich, dass du in mir wirkst. Und ich will nicht mehr selber leben. Ich will durch deine Kraft leben. Und es ist gut, wenn wir uns an Karfreitag daran erinnern,
was Jesus hat müssen leiden, wegen dir und wegen mir. Und es ist gut, wenn man einen Moment still wird und dir überlegst, was ist das, was mich von Gott trennt? Was ist das, was ich ihm ablegen will? Was ist die Sünde, wo Jesus ja schon längstens dafür gestorben ist? Nimm dir einen Moment Zeit für dich, wo du das Gott darfst bekennen. Und dann darfst du da führen kommen und in dem Moment, wo das symbolisch das Brot isst und den Traubensaft trinkst, darfst du wissen, es gilt für dich. Deine Schuld ist vergeben. Deine Schuld ist vergeben. Der Vorhang ist zerrissen. Wir machen es jetzt so, wir werden nachher dann das Lied zusammen singen. Der Vorhang ist zerrissen und es ist vollbracht. Es ist alles gemacht. Schau, du musst nicht mehr länger in dem Trott hineinbleiben und du darfst einfach kommen. Wir machen es jetzt so, dass du einfach während der Musik kannst führen kommen. Und nehmt euch die Zeit, betet füreinander. Dann konkret auch, wenn ihr Sachen habt, euch Sachen sagen, die ihr abladen wollt. Du darfst es auch still für dich machen. Und nachher darfst du da führen kommen, das Brot nehmen, den Traubensaft nehmen. Jesus, wir staunen, dass du uns so fest liebst, dass du dich hingehst für uns. Und an diesem Tag heute, an diesem Abend heute, denken wir daran, dass du gezahlt hast. Wir können das nie ganz verstehen, wie gross deine Liebe zu uns ist. Wir werden das nie ganz erfassen können. Aber alles, was ich heute Abend machen will, ist kommen, glauben und annehmen, dich aufnehmen und meine Sünde und Schuld dir abgeben. Danke, dass du für all das gestorben bist. Dass ich überhaupt darf zu dir kommen. Und danke, dass das Leben in mir jetzt regiert. Danke, dass du jetzt zu jedem von uns redest. Und danke, dass wir einfach kommen dürfen. Alle. Jede. Ausnahmslos jede. Amen.